Die Welt im Jahre 501 nach Christus. Das Römische Reich gibt es nicht mehr. Nichts ist so, wie es einmal war. Und die Erben der Römer befehden sich allenthalben um den Nachlass. In England bekämpfen sich Angelsachsen und Briten, die damals noch nicht dasselbe sind. Chlodwig, der König der Franken, ist in Burgund eingefallen, sodass Vandalen und Westgoten über Sanktionen nachdenken. Und im schönen Rätien, zu dem Oberbayern damals gehört, herrscht der Ostgote Theoderich, den man später auch den Großen nennen wird, obwohl er nur 1,65 war. Die Alemannen, von den Franken geschlagen, ziehen durch die einstmals stolze römische Provinz. Viele der alten Städte und Garnisonen sind verlassen. Die Römerstraßen verfallen und von den Bayern fehlt noch jede Spur. München wird erst in 600 Jahren gegründet und Ozapf ist noch lange nicht. Doch hier und da, unbemerkt fast, und dereinst vergessen, wird schon die Saat sanft gelegt für eine bessere Zeit. Echte Männer sind es, die das Land durchstreifen, voller Tatendrang, bereit, der Geschichte ihren Stempel aufzudrücken. Unentwegt und unaufhaltsam schreiten sie voran, um den Grundstein zu legen, der späteren Generationen die Zukunft weist. Und so geschah es irgendwo an der Römerstraße zwischen Salzburg und Augsburg, die damals noch anders hießen, am 1. Mai 501 nach Christus. Es war ein Sonntag und dazu auch noch ein Feiertag, zifix. Da hinten, in die äußerste Ecke, da machen wir dann das Ortszentrum hin, da wo kein Mensch hinkommt. Das ist doch schön. Ne schöne. Halt, wer da? Der Name von Kaiser, Passaporto, per favore. Ronaldus, was ist das da drüben für eine merkwürdig aussehende Person? Wenn du mich fragst, sieht er aus wie ein Römer. Nee. Aber die sind doch schon längst ausgestorben. Das dachte ich auch. Römer? Ich glaube, ihr seid schon längst ausgestorben hier. Santa Madonna di Cecina, was laberst du da? Also, das Römerreich ist schon ziemlich lange futsch, also... Abgewickelt sozusagen? Ja. Oh, Santa Madonna, ich arbeitslos sein, oder was? Was sagen la mia madre und mis sieben Bambini? Verzage nicht, Römer. Gute Männer können wir hier immer gebrauchen. Erstmal auf 450 Sesterzenbasis allerdings. Ja. Oh, amico mio, das ist wieder ganz anderes. Mein Name ist Julius Septimius von Caesarus. Wer soll sowas merken? Ich nenne dich einfach Sepp. Das ist viel einfacher und es passt viel besser in die Gegend hier. Ja. Mein Name ist übrigens Giltio Inga. Ja, und das hier ist übrigens der weise Ronaldus aus dem fernen Sachsenland. Ich bin der Ronny. Hallo, meine sehr verehrten Damen und Herren. Einige von Ihnen werden sich wahrscheinlich fragen, was ist das für ein Film, den wir hier heute Abend sehen? Ist das ein historischer Dokumentarfilm oder reine Fiktion? Erdacht von einem brillanten Genie? Nun, ich kann Ihnen hier und heute Abend versichern, den Film, den wir hier sehen, alles hat sich genauso zugetragen am 1. Mai des Jahres 501, einem Feiertag, der noch dazu ein Sonntag war. Ein bis zum heutigen Tage auftretendes Phänomen, gegen das einfach kein Mittel gefunden wird. Niemand tut etwas dagegen bis zum heutigen Tage nicht. Ich finde, es kann ja nicht so bleiben. Es muss sich doch mal was ändern. Auch die Regierung heutzutage tut einfach nichts dagegen. Und
Ja, wie dem auch sei. Wir werden Ihnen am Ende des Films sensationelle, unwiderlegbare Beweise für den Wahrheitsgehalt des Films liefern. Aufgrund archäologischer... Wieso Cut? Ich bin doch ja nicht fertig mit meinem Text. Cut. Was soll denn das? Bin hier nur von Amateuren umgeben oder was? Oh nein! Endlich gibt es den Superspaten 2000. Ein Qualitätsprodukt aus dem Hause Goldspaten. Warum mit weniger zufrieden geben? Genießen Sie das gute Gefühl einer individuellen Grabung. Und entscheiden Sie sich jetzt. Bestellen Sie Ihren persönlichen Superspaten. Profitieren Sie von unserem Vorteilsangebot und kaufen Sie 2 zum Preis von 3. Aber nur, solange der Vorrat reicht. Dieses Angebot gilt nicht für Mitarbeiter der Firma Goldspaten und deren Familienmitgliedern, Freunden und sonstigen Bekannten, sowie deren Familienmitgliedern, Freunden und Bekannten, außerdem allen anderen in Frage kommenden Personen jeden Alters und Geschlechts, egal in welcher Beziehung sie zur Firma Goldspaten oder sonstigen Firmen stehen. Was bisher geschah? Die Welt im Jahre 501 nach Christus. Das Römische Reich gibt es nicht mehr. Nichts ist so wie... Also, das lese ich jetzt nicht nochmal vorher. Jetzt spinnt sie ein bisschen. Also so ein Schmarrn. Ich hab keine Zeit mehr jetzt. Ja, und das hier ist übrigens der weise Ronaldus aus dem fernen Sachsenland. Ich bin der Ronny. Und was macht ihr hier in dieser schönen Gegend, wo Fuchs und Hase gute Nacht sagen? Fuchs und Hase? Ich dachte Hase und Esel. Ich dachte Nasenbär und Wildsau. Apropos Wildsau, Wir wollen hier eine schöne Siedlung gründen tun. Bitte, was hat er? Er meinte, wir wollen hier eine vortreffliche Siedlung gründen. Ach so, ja claro. Hier ist ein guter Platz, ist eine gute Einbindung mit Romestraße. Bist du in Bella Italia in 3 oder 4? Stunden? Nee, Monate. Oh, das ist ziemlich flott. Sehr gut, ja. Da werden die Grundstückspreise aber durch die Decke gehen. Ist er krank? Na, ich glaube nicht. Also. Habt ihr schon einen Namen für diesen Ort? Ja, selbstverständlich. Wir benennen den Ort natürlich nach mir. Gilting, Gusching, Soingershausen. Mir persönlich hat er Leipzig besser gefallen. Was? Aber egal. Aber als erstes brauchen wir mal ein Ortseingangsschild, damit die Leute wissen, wo sie sind, wenn sie hier auf der Römerstraße im Stau stehen. Das ist eine gute Idee. Das ist sehr gut. Ein Ortseingangsschild wäre nicht schlecht. Ah, ein Schild. Dieses Schild brauche ich nichts mehr. Nimmst du dieses Schild? Ja, super. Das ist natürlich eine schöne Idee. Kannst du schreiben, Römer? Schönes Schild. Si, aber nur Lateinisch. Nur Lateinisch? Ist nicht so schlimm, kann eh keiner lesen. Doch, ist egal. Ja, du. Komm mal her. Komm mal rüber. Oh, dann schreibst du hier mal auf. Was ist das? Das ist eine Feder, mit der kannst du hier noch mit Tinte tauchen. Kennen die Römer nicht. Nee, kennen sie nicht. Barbaren. Nun schreib mal auf, ich werde mal diktieren. Schreib mal auf. Moment einmal, nicht so schnell. Ich habe keinen mehr Platz hier, das siehst du. Ich ohne. Ich sag mal besser. Ich hatte mir mehr so Gusching oder Inga, Kulti oder Inga hatte ich mir so mehr. Ja, aber besser als München oder so. Ja. München? Was ist München? Das hat doch überhaupt keine Zukunft. Was ist München? Verona, dann Verona. Verona ist eine schöne. Aber Gusching. Oder Gisela. Guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen. Wie an jedem dritten Donnerstag in einem Monat, der auf Z endet, haben Sie auch heute die Chance, bei unserem Special-Gewinnspiel zum Gilching-Film teilzunehmen. Wir haben einen Hauptgewinn und phänomenale 3,5 Euro in unserem Jackpot. Hierfür rufen Sie bitte einfach an und beantworten folgende Frage. Gilching wurde gegründet von A. Giltico, dem Bajuwaren, B. Giltico, dem Awaren
Oder C, irgendwelchen anderen, die da gerade waren. Unter den ersten 7.995 Anrufern verlosen wir den Superspaten 2000 aus dem Hause Goldspaten. Der Spaten für Ihr ganz persönliches archäologisches Grabungserlebnis. Finden auch Sie Artefakte aus vergangenen Epochen. Heben Sie längst verschollen geglaubte Schätze der Antike. Superspaten 2000. Denn wenn ein Spaten, dann Superspaten. Viel Glück. Was bisher geschah? Die Welt im Jahre 501 nach Christus. Das Römische Reich gibt es nicht mehr. Nichts ist so, wie es einmal war. Und die Erben der Römer befehden sich allenthalben um den Nachlass. Ey, was soll denn das? Von Filmen hat keiner was gesagt. Ich soll nur den Käse hier vorlesen, wenn das mein Alte sieht. Gäuching, Gäuching, Gäuching. Also darüber müssen wir noch mal reden. Und zwar auf der ersten Gemeinderatssitzung. Gemeinderatssitzung? Gemeinderat, was ist eine Gemeinderatssitzung? Ja. Es gibt hier in Gäuching nur einen, der hier das Sagen hat. Und das ist der erste Bürgermeister. Wieso eigentlich immer wieder du? Ja. Ich wäre auch ein passabler Bürgermeister. Moment mal. Ich habe schon lange Erfahrung in diesem Bürgerdingsbums. Io sono consigliere di sindaco di Roma. Papalapapalapap. Meine erste Forderung als Bürgermeister wird sein, es muss uns in diesem unserem Lande gelingen, dass Feiertage und Sonntage nicht zusammenfallen. Und darum, liebe MitbürgerInnen und Mitbürger außen, wählen auch Sie bei der ersten Bürgermeisterwahl in Gäuching gültiger. Charismatisch, schön, unterbelichtet. Was? Und ich fordere ein neues Rathaus. Was? Ein neues Rathaus? Schon wieder? Nö, aber es wäre ja das allererste. Ach so. Und, okay. Und einen Bau wäre nicht schlecht. Einen Bau? Einen Bau. Einen Bau. Meine Güte, was brauchst du denn? Bauhof? Ja, Winterdienst auf der Römerstraße, Rufbereitschaft, Geld für unsere Jungs, so. Nachzuschläge und alles ja, drum. Das kann ich mir vorstellen, ja. Ja klar. Und was machen wir mit der ganzen faulen Bande im Sommer? Die könnten ja doch schön ein paar Grünanlagen anlesen. Ronny, ne? Hier ist alles grün. Na, dann hätten sie ja einen Haufen zu tun. Gültiko? Gültiko, da treibst du dich wieder rum. Und ganz ehrlich, was magst du denn schon wieder für einen Schmarrn? Und wer ist denn die Leid, wenn ich fragen darf? Oh, meine liebe Gertlinde, du siehst ja, wir sind hier mit ziemlich anspruchsvollen Dingen beschäftigt. Der Gründung einer Siedlung. Unseren Weisen aus dem Morgenland, den Ronaldus, kennst du ja bereits, nicht wahr? Der Spießbot, der fand ich jetzt fallen. Und neu dabei ist unser Sepp. Er ist ehemaliges Mitglied der Römischen Legion. Ach, da schau her. Ein Lava, bist nicht ein bisschen spatter so als Römer, ha? Und ganz ehrlich, was faselst du jetzt wieder von einem vermalten Datenkass von wegen wichtige Geschäfte? Am Montag holst du im Gründer Seefeld, am Mittwoch Geisenbrunn und dann warst du nur ein halbes Jahr weg wie ein depperten Hannover. Hannover? Ja. Davon weiß ich ja gar nicht. Ja, das war nur so zwischendurch. Von welchen Dienstreisen ja. Nach Burgund? Moment, Amici, ich kenne eine gute Burgunder. Burgunder trinkt man nicht in Gäuching. Nein. Hier in Gäuching gibt's ein helles, spritziges. Gäuching, nennt man so eine Siedlung, aus der man was werden soll. Gäuching, ganz ehrlich, Schluss jetzt mit den wichtigen Angelegenheiten. Heint ist Sonntag und auch noch Feiertag. Und ich habe auch Maissuppen gekocht. Oh, meine Teuerste. Doch nicht etwa das leckere Leib schon allerlei. Oh, Bellamy, eine schöne Minestrone wäre auch nicht schlecht. Hey. Backert ihr hier etwa meine Altern oder was? Wenigstens gibt's ein paar Herren, die kochen können, sie einer Dame zu schätzen wissen. Läuft schon Wasser in der Mühlenschaft für ihn nach der nächsten Woche weg in der Minnesota. Ich bin ganz hin und weg. Was? Aber, mein Herr, ihr macht mich jetzt ganz verlegen. Ja, Linda, wir fahren nicht hin. Deine Liebe, die sind wieder gut aussehen, Heidi. Und so wurde an jenem 1. Mai 501, der ein Sonn- und Feiertag war, der Ort gegründet,
wo die S-Bahn dreimal hält. Also von dem Gestrüpp von vor 1500 Jahren ist hier in Gilching nicht mehr viel übrig. Wir sind hier an der Stelle, an der vor dieser langen Zeit die Gründung von Gilching stattgefunden hat. Und wir haben hier und begrüßen Herrn Reindl. Herr Reindl, Sie sind der geschäftsführende Vorsitzende und Präsident der Vereinigung der Archäologischen Gesellschaft Gilching, die sich ja besonders bei der Erforschung von Nagelpilz einen Namen gemacht hat. Ja. Können Sie uns irgendwas darüber sagen? Ja, also den Menschen hat damals schon der Nagelpilz quasi unter den Nägeln gebrannt. Nein. Ich meine die neuen, die sensationellen Funde jetzt aus der letzten Zeit. Ja, wir führen natürlich Ausgrabungen durch. Aber Sie wissen, wir sind hier, die Kassen sind leer. Wir sind auf Spenden angewiesen. Also zum Beispiel hier der Superspaten 2000 von der Firma Goldspaten AG. Mhm. Ja, also mit dem kann man wirklich super graben. Mit dem habe ich schon einige Erstspatenstiche durchgeführt. Das sieht man dem Ding gar nicht an. Ja, der ist Teflon beschichtet. Der gräbt wie nix. Mhm. Der geht durch und schauen Sie diesen ergonomischen Griff an. Das ist ein Wahnsinn. Den kann man richtig gut bedienen. Das ist ja toll. Ja. Mit so einem Gerät der Firma Goldspaten finden sich die archäologischen Sensationen von alleine. Ja, das ist ja wunderbar. Aber uns ging es doch jetzt um die Artefakte, die sich vor kurzem... Ich meine, Sie haben ja gerade rumgebuddelt in Gilching die ganze Zeit, ne? Ja, wir haben einige Artefakte gefunden. Zum Beispiel dieses römische Legionärsschild. Mhm. Das ist schon wirklich beeindruckend. Vor allem, es kann genau datiert werden auf den 1. Mai 501. Aha, woher weiß man das so ganz genau? Ja, als man das gefunden hat, hat man sofort Untersuchungen gemacht. Zum Beispiel die Dendrochronologie und die Radiokarbonanalyse. Und da kann man auf den Tag genau, kann man sagen? Ja. Also die haben das dann schon festgestellt. Außerdem steht es hier drauf, 1. Mai 501. Das ist erstaunlich, ne? Mhm. War das nicht ein Sonntag? Und sogar ein Feiertag? Nein. 501. Ich dachte, auf diesem Wappen von der Gemeinde Gilching mit der Glocke steht 804. Das müsste doch eigentlich das Gründungsdatum sein und nicht 501. Ja, das hat nichts damit zu tun. Mhm. Das geht auf die Urkunde zurück, die erste urkundliche Erwähnung. Die können Sie im Museum Schichtwerk anschauen. Wie auch andere Sachen, zum Beispiel das Schwert des Gildis. Ja. Also wir waren ja gerade bei den Artefakten, die ausgegraben worden sind. Da gab es ja noch mehr. Ja, das stimmt. Da gab es noch mehr. Wie zum Beispiel hier dieser römische Legionärshelm. Ah, ja, wunderbar. Ja, also es ist ein wahnsinniges Stück. Das ist ja toll. Also wirklich, muss ich schon sagen. Also und vor allem, schauen Sie mal hier, ist sogar was eingraviert. Made in Singapur. Ist ja erstaunlich. Ist das Römische Reich doch größer gewesen als gedacht? Diese und andere Fragen klären wir dann das nächste Mal, wenn es wieder heißt. Gilching, der Film 2. Demnächst auch auf Ihrer Leinwand. Und jetzt muss ich meine Zähne neu machen. Wir können ja zwischendurch was anderes machen. Du kannst. Santa Madonna di Cecina, was laberst du da? Was 200 nach Christus und die ziehen durch Rätien, Burgunder, fragt mich, was für ein scheiß Text, wer soll denn das, was und auch noch wilde Horden, was ist denn das?
Hallo? Ich höre gar nichts. Hallo? Dieser Film wurde Ihnen präsentiert von der Firma Goldspaten. Wir inspirieren Menschen zum Graben. Ja, super Spaten, hey. Liegt gut in der Hand. Und du machst jetzt die Kamera aus. Jetzt ist Schluss. Kamera läuft jetzt. Mhm. Sind wir soweit? Also Kamera an. Kamera an. Ton läuft? Ton läuft. Machen wir das Ding jetzt noch. Es ist zwar schon spät, aber komm, jetzt machen wir das. Dann sag, wenn du Bescheid, wenn du soweit bist. Und allerletzte Szene und bitte. Meine sehr verehrten Damen und Herren, 200 Jahre nach den Ereignissen, die wir eben im Film gesehen haben, tauchte eine ominöse Person. Was ist denn hier ominös? Nichts ominös. Aus hier, komm schon. Also, was soll denn das? Also das war ganz anders. 2012 ist an der Römerstraße der Kilti gefunden worden, reich bestattet mit einer kompletten Gürtelgarnitur und zwei Schwertern. Er hatte sogar einen Sporn dabei, was darauf hindeutet, dass er wohl ein Pferd hatte und eine wichtige Persönlichkeit hier im Bildschirm gewesen ist. Jolla, 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 jo. Jolla, 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 jo. Tunnel, das käme nicht schlecht. Nach Haus zum Form, das wäre mir grad recht. Zu meinen Grazien in die meine Zeit, zu Clara der Schönen und zu Adelheid, zu Dusnelda der Zarten und Helena, ach ja, und Ursel die Hausmagd, das ist ja auch noch da. Ja, Feile, das ist nicht klar. Da muss ich hinein, das wird das Paradies wohl sein. Der Professor und der Kilti forschten immer mehr und stellten den Zeitreisetunnel her. Der Professor so nervös, dass er nicht mehr schlief. Und das war das Erste, das er rief. Ein Zeitreisetunnel, was für ein Glück. Jetzt fahren wir ins Paradies zurück. Zu Hof und Herd und holder Weiblichkeit, zu schönen Clara und zu Adelheid, zu Dusnelda, der Zarten und Helena, ach ja, und Ursel, die Hausmagd, die ist wohl auch noch da. Oh, oh, oh. Ja. Da, da, da. Wahrscheinlich sind die beiden noch immer dort. Kilti, der Mann mit dem Schwert in der Hand. Und der Professor, der die vier Grazien fand, wie vom Donner getroffen.
stand er da, als er Clara auf der Weide grasen sah. Mit Adelheid Tusnella und Helena und die Ursel, die Kuhmagd, war auch noch da.